Habitäre miteinander zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge von Weideag, den Thema der Axis Mittelfranken. Heute stelle ich mir die Frage, warum macht man das eigentlich alles? Ja, warum macht man das eigentlich alles? Die Frage stelle ich mir jetzt die letzten 3-4 Wochen öfters. Ja. Und ich will euch heute, wir wollen ja hier gewisse Art von Transparenz. Wir wollen zeigen, wie es bei uns ist. Wir wollen zeigen, wie es in der Nebenerwerbslandwirtschaft ist. Und wir wollen auch nicht immer nur das Gute zeigen. Wir wollen auch mal zeigen, wie die Realität ist. Das ist nicht alles eitel Sonnenschein. Und ich nehme euch jetzt nochmal mit. Hey Kiri. Hi. Hey Große. Ich nehme euch nochmal mit. Zu Anna? Hey Große. Hey mein Schatz. Hi. Hey. Ja. Die Anna hat viel gekämpft. Hat zwei wunderbare Kälbchen auf die Welt gebracht. Und wir haben jetzt den Tierarzt angerufen. Dann hast du jetzt einschläfern lassen. Du kannst immer, ne? Große. Der Läusel liegt auch bei ihr. Mein Schatz. Du Hübsche. Du bist eine ganz, ganz tolle. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du bei uns warst. Danke dir. Na du? Ha, du hast Hunger. Von der Mama kriegst du nichts mehr. Mach dir gleich eine Fläschele. Ja. Ja. Die Anna hat die Geburt nicht wirklich gut überstanden. Hatte einen Scheidenvorfall und einen Darmvorfall. Als dann das Bändchen von dem Scheidenvorfall nach 10-12 Tagen entfernt wurde, hat sie wieder, was eine normale Reaktion ist, wenn sie die Scheide wieder rausdrückt, dass da am Becken der Druck anliegt und sie wieder das Pressen anfängt. Und dann hat sie am Ende auch den Darm rausgedrückt. Und das haben wir dann einigermaßen zugebunden, dass der nicht mehr rauskommt, nur noch der Kot. Aber selbst durch diese kleine Öffnung hat sie es dann nach ein paar Tagen durchgedrückt. Und jetzt muss es noch enger zugenäht werden. Jetzt passt nur ein Daumen durch. Und sie kann aber dann nicht mehr wirklich Kot ablassen. Und sie liegt jetzt eigentlich seit gestern Abend nur noch rum. Steht auf, um irgendwie zu pressen. Und na, mein Spaß. Lass mich mal kurz zu Mama nochmal. Große. Ja. Du bist der Hübsche. Vielen Dank. Danke, dass du da warst, Anna. Es tut mir leid. Das will ich jetzt nochmal antun. Es tut mir leid. Ich passe auf deinen Läusel auf. Ne? Du, Hübscher, du. Ja. Wir zwei, ne? Wir machen das. Ja, Tierarzt kommt jetzt dann heute Vormittag. Und dann werden wir sie entlassen. Das ist nicht mehr gut, ne? Die kämpft ohne Ende, die kämpft. Wir haben uns gestern schon so ein bisschen verabschiedet. Ja, Spazi. Und jetzt sieht man auch wieder, sie geht in diese halbe Lage, also legt sich so fast ein wenig hin, weil sie pressen muss. Aber sie kann halt nichts mehr rauslassen. Es geht halt nicht. Ja. Oh, ja. Das ist eine schwere Entscheidung, aber ich glaube, es ist eine gute Entscheidung. Wir hatten auch noch überlegt, also grundsätzlich haben wir überlegt, wenn nach dem Gebärmuttervorfall, wir haben ja gehofft, dass es so gut ausgeht wie beim letzten Mal, dass ja,
sie das Käppchen groß zieht und dann in ein, zwei Jahren entschieden wird, was man mit ihr macht. Also auf keinen Fall mehr decken. Ja, und nachdem wir jetzt gemerkt haben, dass das nicht besser wird und ja, das nimmer wird, also das, da müssen sämtliche Bänder hinten ausgeleiert, wenn die gerissen sein, da ist null Halt mehr da. Das ist jetzt 3 Wochen her. Und der hatte vorher schon 2 Wochen lang diesen Scheidenvorfall, dass quasi, wenn sie liegt, hinten an Ballen, aber noch innen drin, also an Hautballen rausdrückt, wie so eine halbe Wassermelone. Ja, und dann bei der Geburt kam halt wieder alles. Ja, und da hat man eigentlich noch überlegt, okay, dann ziehen wir sie noch so lange, bis die Wartezeit der Medikamente rum ist. Das wäre jetzt für konventionell nächste Woche gewesen, hätte man sie konventionell schlachten können. Oder dann weitere 18 Tage später Bio. Aber mit jedem Tag, wie gesagt, das ist nicht richtig. Ich könnte das Fleisch nicht verkaufen. Geschweige denn irgendwie essen. Das hätte ich nicht geschafft. Ja, deswegen haben wir jetzt, seit gestern Abend, wie gesagt, liegt sie eigentlich nur noch drin und fressen sehe ich sie nicht mehr. Aber ich meine, die ist im wahrsten Sinne des Wortes voll. Die kriegt da nichts mehr raus. Nur noch so kleine Katzenkothaufen, große Böbberle. Ja, man könnte jetzt noch, ach Gott, man könnte jetzt wieder diese Öffnung ein bisschen erweitern und dann halt schauen, dass noch mehr raus, dass wieder raus, also dass ein bisschen mehr Kot rauskommt mit der Gefahr, dass es wieder rausdrückt oder mit der großen Wahrscheinlichkeit. Man könnte jetzt Abführmittel ohne Ende geben, dass das einfach flüssig ist und einfach so rauskommt. Aber das ist ja alles nur noch ein, das wäre nur noch ein Ziehen, bis man sagen kann, so jetzt können wir schlachten. Und das wollen wir nicht. Das ja, macht keinen Sinn. Oder findet man nicht richtig. Und jetzt haben wir beraten hin und her. Oder überlegt hin und her. Und jetzt heute Morgen eigentlich trotzdem relativ spontan die Entscheidung getroffen, dass wir sie einschläfern lassen. Im natürlichen Tod wird sie nicht sterben. Wird sie irgendwann sterben, aber dann quälen wir sie bis dahin eigentlich nur noch mehr. Bis sie innerlich, ja, keine Ahnung. Ja, dann wunderbarer Start in diesen neuen Vlog. Ich schaue, was ich jetzt noch alles mache. Wir kriegen die Woche wahrscheinlich die Heuballen für unser Streu, also das Tauschgeschäft. Ich will noch versuchen, die Weidefässer ready zu machen. Da muss ich noch ein bisschen was schweißen, dass wir hinten den Ausleger haben. Das zeige ich euch dann später nochmal. Aber jetzt gehen wir erst einmal in den Wald. Da war ich aber schon vorgestern. Hat keine Kamera dabei, deswegen habe ich es mit dem Handy gefilmt. Ich blende es einfach mal ein. Wir haben eine Buche, kaputte Buche gehabt, die dann eigentlich nur noch zur Hälfte angesägt werden musste. Dann ist es schon zusammengebrochen. Und ihr seht dann auch am Bild, wenn sie umfällt, die zerspreiselt es in 1000 Teile. Ja, war auch an einem, hätte man vielleicht auch stehen lassen können, aber war an einem Punkt, wo es einfach zu gefährlich ist, wenn sie unkontrolliert fallen würde. Das blende ich euch jetzt mal ein und danach machen wir weiter. Ich denke, unten in der Werkstatt zeige ich euch mal, was ich da machen will mit dem Weidefass. Show must go on. All right.
Vielen Dank, die hat es in 1000 Teile zerlegt. Viel Spaß beim Aufräumen. Halt die Frage, ob das noch irgendeine Brennholzqualität hat. Ich glaube es nicht. Wenn ich sehe den Ast da, den kann ich hochheben. Also das ist wahrscheinlich Häckselware. Eine gute Buche kann ich so nicht hochheben. Jetzt habt ihr gesehen, wie wir die Buchen gefällt haben. Und ich bin jetzt hier, wie versprochen, beim nächsten Projekt. Ich habe mir auf eBay so ein Chemofass noch geholt. Als Wassertränke, weil ich habe jetzt das erste Jahr, wo ich zwei Herden auf die Weide lassen muss, ohne festen Wasseranschluss. Deshalb meinen alten Tränkewagen mit IBC-Tanks werde ich auch nochmal umbauen. Und jetzt ist der dran. Ich habe schon ein bisschen was gemacht. Ich hatte die letzten Tage nicht wirklich Bock, kontinuierlich zu filmen. Und ja, wo fange ich an? Ich habe hier dieses Niederdruckbecken, Tränkebecken, das mit dem Schwimmer hier selber vollläuft. Habe hier Stahlplatten, schraube das hier dran fest und dann habe ich hier 70 auf 70 Kantröhrle. Da hinten schon zwei Löchler neu gebohrt. Kommen Sie mal an hier. Und Ziel ist, das Ureisen haben wir da schon reingeschraubt. Hier Bohrung gemacht und da kommen dann die zwei Löcher. Einmal verschraube ich es hier. Und dann ragt es hinten ab dem Träger einen Meter raus. Und dann kann ich das Weidefass quasi an den Zaun ranfahren. Ich muss nicht in die Weide rein, weil das, ja, vor allem wenn ich jetzt die Weide verkleinere. Immer Stress, ich bin ja direkt in der Hauptstraße dran und ja, ist eine praktische Nummer. Mal schauen, ob es in der Praxis auch so funktioniert. Das ist genau. Und jetzt kommt dann meine Challenge noch hier an das Ende. Da schweiße ich mir dann quasi mal Platten dahin. Ich habe schon da unten auch schon überlegt mit Hinschweißen, aber zum einen sind wir Schweißkünste nicht die besten und also da irgendwie alles vom Lack befreien. Nee, ich bin nicht der Metaller. Ich will mir jetzt da ein bisschen reinfuchsen, aber ich muss ja nicht mit den künstlerischen Sachen anfangen. Und das andere ist, ich kann es halt alles wieder schön demontieren, wenn ich es nicht brauchen würde. Genau, das ist das eine. Und beim großen Fass ist es ähnlich. Nur arbeite ich da mit zwei Platten, weil ich hier hinten eine Anhängerkupplungsplatte dran habe. Und dann kann ich es da festschrauben und mache nochmal einen Arm auch wieder Meter raus. Der steht hier schon, der Arm. Der ist aber noch nicht so weit. Mir ist das jetzt wichtiger, weil das andere Fass ist eigentlich schon fertig, also ist ja fertig für den normalen Betrieb. Und ich weiß gerade nicht, wie ich zu irgendwas komme. Weil gerade viel ist. Ich kriege heute oder morgen, je nach Wetterlage, Ballen noch geliefert. Und muss auch welche holen. Wir teilen uns ein bisschen den Weg. Und was ist heute? Heute ist Donnerstag. Und am Sonntag ist großes Demeter-Hoffest bei einem Nachbarbetrieb beim Winkelmann in Götzelsberg, Schneidach. Wer Zeit hat, soll kommen. Sonntag 11 bis 18 Uhr. Es wird ja dieses Jahr 100 Jahre Demeter gefeiert. Und da hat sich unsere Regionalgruppe gedacht, Mensch, nicht nur wir, andere auch, machen wir doch ein großes Festle, wo alle mit dran beteiligt sind. Wir sind natürlich auch dort. Wir nehmen auch zwei Jacks mit, die Nelly und die Kiri, unsere zwei zahmsten, aber auch stursten. Die wollen wir mitnehmen, haben wir ein wenig eine Scheune und stellen wir ein paar Paneele auf. Und dann können wir ja, ein bisschen teilhaben an dem Fest. Das muss man noch alles vorbereiten. Ich muss noch Salamis einschweißen dafür, Schinken noch. Gibt natürlich da auch Verkostung und Bestellscheine für die nächste Schlachtung, die ist im, ich glaube, fertig ist es Ende September. Ich habe gerade keinen Plan mehr. Und natürlich ist das Fernsehen auch dabei am Sonntag. Das macht es dann ja, alles überall normal. 5 Minuten draufrechnen bei jedem Handgriff. Genau.
Dann hätte ich jetzt gesagt, können wir tatsächlich mal anfangen mit den Vorbereitungen zu schwässen. So, dann haben wir das gute Stück. Ich habe jetzt noch kurz ein bisschen frei gemacht, damit wir einen guten Kontakt haben. Und dann zeichnen wir noch schnell an. Und dann legen wir los. Das ist jetzt auch nicht ganz rechtwinklig, die war. Deswegen machen wir hier nochmal eine Linie von den Löchern. Weil zu denen müssen sie ja. Muss ja das Vierkant dann parallel sein oder im rechten Winkel stehen. So. Na, schauen wir mal. Der war taugt. Da haben wir es schon mal. Unten. Genau so habe ich es mir vorgestellt. So soll das sein. Und dann schauen wir es jetzt mal hin. Dann mache ich das Tränkebecken hin. Lackieren oder solche Späße mache ich jetzt nicht. Das mache ich vielleicht mal irgendwann anders. Ich weiß, blöde Idee, das irgendwann anders zu machen, aber kurz halt. Ja, mit dem Schweißen, da muss ich mich nur anfreunden. Ne? Das, ja. Dann schrauben wir das jetzt mal hin. Und dann Holz hoffentlich. Die Kanten will ich noch mal ein wenig brechen da. Ein bisschen scharf. Und dann passt der Lack. Super. Dann brauche ich einen Wasseranschluss. Hier sind die GK dran. Da ist drin. Das muss ich auch noch sauber machen. Da sind jetzt die GK drin. Und dann mache ich hier noch einen Schlauch hin und dann hat sich der Lack. Das passt. Zweite Fass weiß jetzt nicht, ob ich noch dazu komme. Jetzt muss ich mal den Viehhänger holen für Sonntag, wenn wir das sauber machen, und Milch für Läusel. Ne, der säuft jetzt natürlich ohne Ende, kriegt am Tag seine 4-5 Liter Milch. Ja, und dann müssen wir jetzt halt gucken, dass das so schnell, also dass wir, der ist jetzt dann 3 Wochen alt morgen, und dann schauen wir, dass wir nach 4 bis 6 Wochen, müssen wir dann schon mal ein bisschen anfangen, ja, zu reduzieren, zu beobachten, wie er frisst. Weil wenn man natürlich so Kälbchen nur mit Milch füttert, dann kann es auch sein, dass sich der Pansen nicht gescheit entwickelt. Und er nagt schon am Boden wegen rum. Also ich glaube, das wird schon, aber ja, der Spagat halt zwischen verhungern lassen und ja, fit bleiben. Ja. Wachsen. Gut. Dann gehen wir weiter. Es ist Freitag, die Woche war schön, bis auf Dienstag, glaube ich, da hat es ein bisschen gekränkt. Jetzt sind natürlich alle derbe am Pressen, Heupressen, Dreschen, Strohpressen. Jetzt geht's gerade rund. Ich und der Lasse, wir sind gerade auf dem Weg, in ja, Viertelstunde entfernt, und holen uns noch ein paar Heuballen. Die haben wir über Umwege zufällig angeboten bekommen.
Wir kriegen ja im Tausch, ich verlinke nochmal das Video zu unserem Katastrophenheu, zu dem Einstreuheu, kriegen wir ja noch, kriegen wir im Tausch Heuballen dafür von einem Demeter-Betrieb. Die brauchen Einstreu, ich brauche Heu. Kurz Kreuzung hier. Und was sagst du? Nee, noch nicht. Jetzt sind wir in Stepper. Und wir müssen nach Aspertshofen. Da müssen wir jetzt hin. Und wir müssen nach Kaspertshofen. Nicht Kaspertshofen, Aspertshofen. Und dort holen wir jetzt die zweite Fuhre mittlerweile. Ich kriege 8 Ballen. Entspannt drauf. Ich will nur eine Reihe holen. Die letzten Wochen waren mir eh Katastrophe genug. Ich will nur einen Hänger umschmeißen. Mit dem Einachshänger ist es immer ein bisschen eine Geschichte. Ja, ich habe schon eine Fuhre geholt. Und hole jetzt noch die zweite. Und er kommt dann auch nochmal mit einer Fuhre. Das heißt, ich kriege dann da auch nochmal so 25 Ballen. Die werde ich heute Abend noch verräumen. Jetzt ist schon 7:30. Und dann kommt heute Abend auch noch, wahrscheinlich erst so nachts 11:12, die pressen jetzt gerade, kommt auch noch das Tauschheu. Das werde ich wahrscheinlich erst morgen früh, Samstag dann abladen. Der lässt meinen Hänger einfach stehen, abladen, das Heu abladen und dafür die Einstreu aufladen. Dann habe ich wahrscheinlich nur ein paar Ballen, die ich in die Sohlen fahren muss. Und dann passt der Lack. Jo, da nehme ich jetzt mal kurz mit. Keine Ahnung, wo ich es filmen kann, aber irgendwo schon. Grad ist echt Highlife, aber geil. Ne? Lasse, ich habe das geliebt früher. Am Abend noch mit dem Papa, deinem Opa, irgendwo noch mit Bulldog hinzufahren, Musik zu hören, ein Limo zu trinken. Was gibt's Schöneres als Kind? Spezi, nein, Spezi gibt es nicht, da ist Koffein drin, aber in dem Limo ist genug Zucker drin, das wirkt bei dir wie Koffein. Deswegen. Neo, neo, neo. Ja. So, wir fahren jetzt mal noch, wir haben noch gut 5 Minuten zu fahren und dann Lappen auf. Oder nach Lappen auf. Also ganz ehrlich, der hat schon echt Flächen. Die erste Fuhre, die habe ich ja, also da bin ich ja durch Wald und Flur, 2 Kilometer durch den Wald. Naja, aber jetzt, das wird schon, ist nicht so schön wie bei uns. Jetzt ist hier mehr Berg und Tal. Wir sind im Sittenbachtal und links und rechts geht es wirklich bergauf. Herrlich, oder? Na freilich habe ich Spanngurte dabei. Ohne Spanngurte geht nichts. Ladungssicherung. Ich muss mal saufen. Jetzt wollte ich mir schon noch ein paar mehr Ballen verkaufen, aber mehr kann ich nicht lagern. Aber ich brauche es. Oh, voilà. Habe ich schon gesagt, wie viele Ballen wir eigentlich brauchen? Nee. Ja, ich sage dann später nochmal. Jetzt laden wir mal auf. Der Luxus ist natürlich, wenn ich mir jetzt mein Messgerät hole, dass ich dann natürlich immer gleich testen kann. Die ersten waren echt okay. Und dann schauen wir hier auch nochmal. Ja, mit einer Hand ist das echt immer Geschichte. Ja, 9,8%. Hervorragend! So, alles prima hier. 9,8%, ein paar Prozent schwitzen es nur noch. Und dann passt's. So. Es riecht einfach nach Ende. Das ist wunderschön. Aber ich muss schon auch sagen, ich habe es gerade zum Lasse gesagt, die Ballen sind akkurat gepresst. Aber ich manchmal schimpfe über den Klaus seine Ballen, dass sie recht unregelmäßig sind.
Aber Klaus, man muss auch mal sehen, dass andere deutlich schlechter pressen. Da sieht man mal, wie gut du presst. Das sind schon Hunagel. Das brauchen wir jetzt noch. Einmal. Ja, kriegen wir hin. Ja. Leute, es ist doch noch mehr geworden, als ich dachte. Jetzt bin ich doch noch mal eine Fuhre gefahren. Jetzt lade ich die noch ab. Und dann ist Feierabend für heute. Heute Nacht um 12 kommen dann noch die Tauschballen. Dann kommen die weg. Aber die werde ich wahrscheinlich erst mal früh verladen. Ich verabschiede mich für diese Woche. Traurig angefangen. Muss irgendwie weitergehen, alles scheiße, aber es wird weitergehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr klickt auf Gefällt mir, kommentiert fleißig, abonniert. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die neue Woche. Habe die Ehre.